Dieses Mal machen wir leckere Quesadillas. Das Rezept mit den genauen Mengenangaben ist in der Infobox verlinkt oder ihr findet es direkt auf amerikanisch-kochen.de. Im Grunde könnt ihr Quesadillas mit allem füllen, was ihr gerne mögt. Wichtig ist nur, dass ihr alle Zutaten in feine Stückchen schneidet. Wir nehmen hier Frühlingszwiebel, Paprika, Schinken und Tomate. Wenn die Tomaten sehr wässrig sind, sollten die Kerne entfernt werden, weil die Quesadillas sonst schnell zu matschig werden. Der Grundbestandteil der Füllung sollte aber immer geriebener Käse sein, da er die Tortillas zusammenhält. Die Basis bildet eine Tortilla. Darauf kommt eine Schicht Käse, dann die anderen Zutaten und zum Schluss nochmal Käse. Je nach Geschmack kann das Ganze noch mit Salz und Pfeffer gewürzt werden. Dann wird eine zweite Tortilla darüber gelegt und leicht angedrückt. Die Quesadillas werden dann bei mittlerer Hitze in eine leicht gefettete Pfanne gelegt. Wenn der Käse anfängt zu schmelzen, werden sie umgedreht und nochmal 30 Sekunden von der anderen Seite erhitzt. Danach werden sie geviertelt und können serviert werden. Sie schmecken auch abgekühlt sehr lecker und eignen sich prima als Party-Snack. Wir wünschen euch viel Spaß beim Ausprobieren.